Hallo meine Freunde und schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute werden wir auf einen Montag, den 3. Oktober Feiertag, keine Runde American Truck Simulator, weil ich nicht wusste, ob ich heute überhaupt streame. Deswegen spontan eine Runde Spider-Man. Ich habe irgendwie richtig Lust, deswegen habe ich das auch nicht großartig angekündigt. Ich grüße aber erstmal die ersten Zuschauer, der Jörg und Golasch. Grüßt euch! Oben habe ich eine Umfrage gemacht, falls der nächste Livestream sein sollte, was würdet ihr sehen wollen? Cyberpunk ist da weit oben mit 64% und da ist auch der Klaus da. Grüßt euch. Was jetzt hier bei Spider-Man gerade ist, es ist Anarchie in der Stadt. Die jagen mich, die Polizei jagt mich oder diese komische Sicherheits... Also hier ist auf jeden Fall ordentlich Anarchie. Christian ist auch da. Grüßt euch. Und wir werden jetzt hier eines der Hauptmissionen jetzt weitermachen. Und hier unten geht's definitiv richtig ab. Da werden wir jetzt mal loslegen. Oh, Spider-Man. Oh. Komm, 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 komm. So, wir müssen ein bisschen agieren hier. Die kriegen mich nicht mehr mit. Okay, gut. Da werden wir jetzt erstmal... Ich habe einen Lösungsvorschlag. Tanzwettbewerb. Meine Güte. Hier in New York ist eigentlich... hier ist echt was los hier. Deswegen werde ich mal hier langsam... die Leute hier rausholen. Komm. Ich weiß nicht, was in der Stadt hier abgeht, ey. Hier ist wirklich Action angesagt. Hier war doch gerade irgendwo ein Einsatz. Was ist da los? Ja. So. ABA ist auch da. Nils ist da. Grüß dich. So, jetzt gucken wir mal, wie also der an. Wieder unsichtbar. Die Aufgabe ist hier wieder weg hier. Dann gehen wir mal weiter zu unserer Hauptmission. Hui! Die haben ja Raketen, die mich ja verfolgen. Was ist denn eigentlich hier los? Ich muss irgendwie mit der Hauptstory weitermachen, weil hier ist echt nicht mehr schön in New York. Dieses normale Hin- und Herschwingen. Alexander, grüß dich. Ist irgendwie gar nicht mehr vorhanden. Wir erhalten Meldungen über Ausschreitungen. Der Ort ist Cathedral. Story weitermachen. Wahrscheinlich ist das Beste, was er machen kann. Ach, hier unten ist eine Mission. Was ist das mit Verbrechern und Bränden? Irgendwie können die einen nicht ohne die anderen. Ja, hier ist... Jungs, die Wachen in Rikers haben so eine Sehnsucht. Der Typ ist ein Verband. So, gibt's doch ja nicht, ey. Hier so einen Stress hier zu machen. Ah, komm her. Ich zeig euch auch, was ich drauf habe. Man muss ja auch erstmal wieder gucken. Wie man das hier spielt. Man ist hier irgendwie eine Weile draußen, also ein paar Tage, und dann ist man komplett weg, ne? Sven ist auch da, grüß dich. So, weiter. Wir müssen weiter mit den Missionen loslegen. So, darum kann sich die Polizei kümmern. Unser Freund und Helfer. Weiter in New York City. Yuri, nähere mich dem Revier an der Upper East Side. Gut. Und die Dämonen kesseln meine Männer ein. Die Lage ist kompliziert. Du siehst es, wenn du da bist. Die Lage ist kompliziert. Oh. In der Spannung. Hui. Ey, die Stadt sieht einfach so bezaubernd schön aus. Und da oben sehe ich schon Elektro. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin gespannt. Aber wir werden erstmal die jede Mission hier unten machen. Konzentriert euch auf Spider-Man! Hey, ich
glaube nicht, dass euch die Cops so lieb haben, wie ihr denkt. Die Sprüche sind echt. Ja. Also, dann kriegen sie mich mit. Ja, ja, gut. War nicht so clever, ne, von mir. So, weiter jetzt. Wo ist denn eigentlich mein Auftrag? Ist der hier oben oder was ist der? Ja, auf den Haus. Ach nee, da hinten. Auf der Polizeistation. Na ja, gut. Ach, guckt euch den an, ey. Der Kai ist da. Juhu. Ich hab wieder Tee am Start. Was ist mit diesen Typen los? Wir müssen ihn ausschalten. Ob ich es hinkriege? Das ist nicht gut. Trafos laden das Gebäude auf. Die Polizisten sitzen darin fest. Oh, 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 oh. Juri, kompliziert war noch untertrieben. Ich muss die Trafos deaktivieren, damit deine Leute raus können. Selbst wenn du das schaffst, brauchen sie deine Hilfe bei den Dämonen. Darum bin ich hier. Um deine sämtlichen Strom- und Dämonenprobleme zu lösen. Wie schalte ich die Dinger aus? Fünf Transformatoren. Mit meinen Netzen sollte ich sie zum Überhitzen bringen können. Hoffe ich. Ach du Gott! So, war mal. Noch vier dieser Burschen. Wie haben sie den überhaupt befestigt? Und fliegen kann man damit bestimmt auch nicht so leicht. Haben die etwa extra für diese Sache geübt? Fragen über Fragen. Oh je, oh je, oh je. Oh je. Natürlich! Uff. Nein! Ei! Wow! Moses, grüß dich! Und Hans ist auch da! Juri, kompliziert war noch untertrieben. Ich muss die Trafos deaktivieren, damit deine Leute raus können. Selbst wenn du das schaffst, brauchen sie deine Hilfe bei den Dämonen. Darum bin ich hier. Um deine sämtlichen Strom- und Dämonenprobleme zu lösen. Eieiei! Noch vier dieser Burschen. Wie haben sie den überhaupt bis zwei fertig? Noch drei. Mann, Elektros komplizierte Superschurken-Eskapaden habe ich echt nicht vermisst, als er im Raft war. Oh, die Polizei mit vielleicht sollte ich ein bisschen langsamer hier agieren. Ist ja nicht auf Zeitbasis. Fliege. Huh. Anstrengend. Wirklich anstrengend. Huiuiuiui. ich gehe mal auf das andere Haus darüber. Ein bisschen beobachten. Wo sind Feinde?
Ist der andere weg? Oh! Da. Ey, wie krieg ich denn den weg? Oh. Der ist richtig böse. Oh, der war richtig. Der war heftig. Bausimulator, also uns macht das richtig Spaß. Toni hat sich den jetzt auch gekauft. Der will jetzt auch irgendwann mal anfangen mit Bausimulator. Also, wir haben da bis jetzt richtig viel Spaß. Oh. Yes! Sie sind frei, aber die Dämonen geben nicht auf. Ich muss helfen. Oh, hier geht's ab, Alter. Ich muss richtig auf die Dinger klopfen. Daniel, ey, schon 14 Monate dabei. Lob und Anerkennung, Mensch, Skinner. Ich muss jetzt ein bisschen Kraft sammeln. Yuri, deine Männer sind sicher. Was jetzt? Oh, war das anstrengend. Die Zivilisten, aber Rhino macht es uns nicht einfach. Das tut er nie. Bin schon unterwegs. Also, zum nächsten Einsatz. Ich hoffe, dann ist irgendwann mal wieder ein bisschen Ruhe hier in Manhattan. Zentrum läuft sich gut, Mann. Sträflinge wollen die Türen aufbrechen. Mary Jane ist hier. Wir bringen die Leute durch den Keller raus, aber wir brauchen Hilfe. Ich hoffe, du bist bald da. Ja, ich bin gleich da. Und dann nach Harlem. Ich muss die Städte auch ein bisschen freikriegen hier. Also diese ganzen komischen Sonderaufgaben hier. Das ist aber auch... Ich hoffe, es kommt irgendwann mal wieder ein schönes Batman-Spiel. Dieses eine hier, das soll ja bald kommen. Oh! Ah ja, der Typ ist ja richtig irre. Was ist denn mit den Typen los? Uff.
Eier. Also es gibt ja Gegner, die sind echt ganz schön krass. Da muss. Es geht zurück nach Rikers. Puh. Matthias ist schon 16 Monate dabei. Was ist los? Ey, warte mal, ja, ich hab jetzt gerade, da muss wieder bei YouTube irgendwas sein. Warte mal. Ich hab hier wieder ordentlich rote Frames. Ey, dass YouTube manchmal so ein bisschen rummorkst. Weiß ich auch nicht. Rotznase. Vielleicht waren das zu viele Sachen, die hier auf einmal gehen. Warte mal. Ich werde mal hier mal refreshen. Irgendwie kann man, geht es danach, wenn zu viele Leute irgendwie YouTube glotzen oder verwenden, dann geht ja einiges in den Keller. Hat die jetzt, war das Auto jetzt immer weg? Oh, zur nächsten Mission. Aber ist mir auch jetzt... Jetzt geht schon wieder in den roten Bereich. Was ist da los? Alle Einheiten, bewaffnete Entflohene greifen Polizeifahrzeug an. Also es liegt an YouTube, weil ich habe keine Einstellung geändert. Puh, jetzt sind wir im gelben Bereich. Hanuchen, jetzt bin ich im Wasser gelandet. Ja. So. Das ist ja für die Hardcore-Freunde, die hier Spider-Man gucken wollen. Ich hoffe, danach ist denn New York erstmal wieder ein bisschen befreit hier. Und wir können gemütlich wieder die Stadt aufbauen. Scharfschützen feuern auf Officer. Haben einen Vorfall bei Estonia. Ach, oh je, oh je, oh je, oh je. Ach, du meine Grüne, was ist das hier? Das Nashorn. Ich halte bei dir, ich weiß ja nicht. Jetzt läuft wieder flüssig. Ja, das ist irgendwie. YouTube hat ja absolut manchmal einen Sockenschuss hier. Hier ist Nashorn. Oh je, Mini. Rhino ist unterwegs. Aber ehemalige Rikers-Insassen wollen sich deine Barrikaden vornehmen. Ich bin zur Unterstützung da. Sehr gut. Ohne die Barrikaden sind die Leute da drin erledigt. So. Uiuiui. Komm her, du Made. Komm her. Noch nie erlebt, dass Rhino einem Kampf ausweicht. Er muss auf Befehl von Dr. Octavius handeln. Mit diesen überfallartigen Angriffen auf die Notfallteams der Stadt. Eier. Oh, der Panzerfaustmann erstmal aus hier. Die mit den Stromen, die mag ich auch nicht. Ey, ist noch einer mit Panzerfaust? Komm her. Aua! Komm her, du Made, ey.
So, zur nächsten Barrikade. Die brauchen mich. Ja, du Made. Klatsch, klatsch, klatsch. Immer auf die Mütze rauf. Wo hier waren? Da oben. Die Sträflinge sind dran hin. Die schießen auf Gebäude. Das lasse ich nicht zu. Bin dabei. Okay. Oh, ja, komm her. Mensch, lauf doch mal hoch, du Made! Wieso kann der nicht das Haus hochloben? Ein Dach sauber. Ein Dach ist sauber. Die Stadt wird untergehen, Spinne. Und zwar jetzt. Der geht ganz gemütlich hier lang. Oh, was war das? Ach, hör auf! An Autogramme kann man auch einfacher kommen. Jetpacks? Welcher Hornochse hat denen denn Jetpacks gegeben? Leute, wir sind im gleichen Team. Greift mich wenigstens erst an, wenn die Sträflinge erledigt sind. Pazifiziert? Fühlt sich gerade noch jemand so 1984? Oh, nur ich? Kommt schon, irgendwer? Wo sind denn die? Die ganzen Bösen. Wo kommen wir jetzt? Aber ich habe gar nicht mehr durchgesehen, wo ich jetzt überhaupt was mache. Ey, das war mir alles zu viel. Ist der nun abgestürzt oder was? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das hier? Habe ich es jetzt geschafft, oder was? Naja, da drüben ist noch ein Dach. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Maddox ist da, grüß dich. Schön, dich zu sehen. So. Ey,
Ich sehe gar nicht mehr. Die Rikers-Leute sind erledigt. Weiter geht's mit Sables fliegenden Affen. Oh. Komm jetzt. Yuri. Guten Abend, Jens. Was bedeutet, wenn man Sables Hauptziel ist? Kein Spaß. Tja, das hast du davon, dich mit Sable-Söldnern anzulegen. Vermutlich. Okay, ich bin jetzt erstmal raus. Meld dich, wenn irgendwas ist. Und danke. Du hast uns eine Chance verschafft. Okay. Ich muss schnell zum Partner-Center in Harlem und May helfen. Wir brauchen dich beim Veteranenzentrum. Wo bist du? Ja, ich komme. Bist du okay? Was ist los? Die Sträflinge haben Feuer gelegt. Das Personal ist draußen, aber May und Miles sitzen drin fest. Ich versuche irgendwie reinzukommen, aber das Feuer breitet sich aus. Bleib, wo du bist, MJ. Ich erledige das. Verdammt. Tempo, Pete. Tempo. Was ist jetzt los? Jetzt bin ich noch nicht gestorben, oder was? Der Daniel Sutter. Ich muss schnell zum Partnercenter in Harlem und May helfen. Ich komme! Bist du okay? Was ist los? Die Sträflinge haben Feuer gelegt. Das Personal ist draußen, aber May und Miles sitzen drin fest. Ich versuche irgendwie reinzukommen, aber das Feuer breitet sich aus. Bleib, wo du bist, MJ. Ich erledige das. Verdammt. Tempo, Pete. Tempo! Junge, Junge, ich hab nur Stress. Gibt's hier auch mal ein paar Ruhe-Momente? Ich bin doch nicht mehr der Jüngste. So, erstmal zum Veteranenzentrum. Und da sehe ich schon, wie das Feuer brennt. Mensch, als Kinder, wo bin ich denn jetzt hier? Feuerwehr und Rettungsdienst sind unterwegs. Hier ist ein Notausgang, der... MJ, lass es! 40 Leute! Sonst muss ich dich auch noch retten! Peter, sei vernünftig und warte auf Hilfe! Hohoho! May! May! Oh oh, oh oh. Hier, wir sind hier drüben. Jetzt muss ich bestimmt irgendwas drücken. Haltet durch. Tante May, geht's Ihnen gut? Geht an ein Fenster. Geht. Moment. Ach, immer die Mädels, ey. Leipzig, LP, dann, grüß dich. Macht euch bereit! Wie lange ich mache? Keine Ahnung, bis ich keine Lust mehr habe. Vielleicht eine Stunde, vielleicht zwei. Na los, May, ich hab dich! Gucken wir mal. Oh mein Gott! Los! Los! Oh Mann, das ist doch der Jungsche. Der wird doch irgendwann der nächste Spider-Man, ne? Yes, ja. Geschafft. Nein! Oh! Der Kleine hat den Spider-Man gerettet. Ja, guckt euch an. Wir haben dich. Bis 0 Uhr gehen. Nee, ich muss morgen wieder arbeiten. Das geht nicht. Aber bis jetzt sieht aus, das nächste Mal Livestream, eine Runde Cyberpunk, ne? Ja. Und bald kommt ja Dark Knight. Aber so, ich will erstmal so weit wie möglich hier Spider-Man durchkriegen. Und dann sehen wir weiter. Endlich Ruhe in der Stadt? Was denkt ihr? Wie arbeiten? Ach, Moses, sei ruhig. Ist May okay? Alle in Sicherheit. Jay, wenn du unmeins nicht gewesen wärst, wäre ich... So tot wie ich, wenn du mich nicht tausende Male gerettet hättest. Ich schulde dir noch ein paar Mal... Diffrix, grüß dich. Au, sehr schlau. Hey.
Tut mir leid, dass ich's vermasselt habe. Es ist nur schwierig, immer die Person zu sein, die gerettet werden muss. Ich will auch mal jemanden retten. Ach, Maddox. Ich meinte nicht, dass du das nicht kannst. Noch Partner? Ah, heiß! Ich wusste nicht, ob still, mit Kohlensäure, Medium, spritzig oder sonst was. Also hab ich eine von jeder. Stör ich? Nein, MJ. Miss Watson und ich besprechen die Strategie. Strategie? Ganz recht. Die Stadt ist in Gefahr. Sie braucht Hilfe. Unser aller Hilfe. Okay, gut, dann sag an, Coach. Okay. Teile und herrsche. Miss Watson, wir brauchen ein Antiserum gegen den Teufelsatem. Oscorp entwickelt etwas, aber das wird garantiert Octavius und Lee in die Hände fallen. Wir müssen das Heilmittel finden und sichern. Ich gehe ein paar Hinweisen nach. Miles, du musst im Feast Augen und Ohren offen halten. Wenn was ist, ruf mich an. Wir müssen das Center und die Leute dort schützen. Okay, alles klar. Und was wirst du machen? Eine Bande von kostümierten Irren nimmt die Stadt auseinander. Und ich revanchiere mich. Das bedeutet... Hey, halt! Wie rufe ich dich an? Ich meine, hast du denn ein Handy in deiner Tasche oder sowas? Miss Watson gibt dir meine Nummer. Viel Glück, Team. Ui! Du hast deine Nummer, bist du Spider-Mans Freundin? Es wäre so cool, wenn... Los, Sherlock. Jetzt zeig mir doch mal deine Wassersammlung. Ja, Moses, alles klar. Wir, ganz ehrlich, wir haben genug zu tun jetzt. Glaub mir, es wird nicht weniger. Die Stadt fühlt sich etwas sicherer an. Ich bin einfach nur im öffentlichen Dienst. Sucht ein Heilmittel für Moses auch. Jetzt sollte ich Otto suchen und vereiteln, was auch immer er geplant hat. Juri, wir müssen jetzt die Drahtzieher finden. Noch keine Spur zu Octavius? Nein, nichts. Die Forensik kann sich nicht mal den Times Square ansehen. Alle außer dem Praktikanten sind krank. Vielleicht finde ich ja was. Ich halte dich auf dem Laufenden. Guckt euch die City an. So, wir gehen erstmal gucken. Also, wir haben ja hier noch ein paar besondere Aufgaben. Wir sind jetzt hier oben. Ja, wir gucken mal, was ist jetzt neu? Wir haben einen neuen Anzug bekommen. Ja, finde eigentlich den ganz okay. Also, ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben. Kampffokus. Und der... aber das kann er durch die Luft schlagen. Ihr könnt ja mal sagen, ob ich einen anderen Anzug mal anziehen soll. Experimentelle Gewebe erzeugt Energieschild. Der vorübergehend. Absolut. Hört sich eigentlich auch ganz gut an. Der hat nichts. Kostenlos. Keine zu. Ja, ja, okay. Puh. Ach du Scheiße. Wollen wir mal einen anderen Schild nehmen? Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich bin gerne so unterwegs. Also, pass mal auf, wir werden... das werden wir einfach mal nehmen. Wir sind schon echt weit und aktiv, ne? Gucken wir mal. DLCs. 75% des Spiels haben wir abgeschlossen. Oh, jetzt gehen wir kurz mal auf die Karte. Da zählen natürlich auch alle Nebenmissionen dazu. Ich glaube, wir haben nicht mehr allzu viel. Ne? Diese ganzen kleinen Nebensachen, okay, kann man natürlich machen. Was ist das jetzt eigentlich? Außenposten. Hier noch so eine kleine Nebenmission. Hier noch so ein Einsatz. Den haben wir noch nicht gemacht. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Paar, zwei, drei Nebenmissionen machen und dann geht's weiter. Einheiten, wir haben eine Geiselnahme. Einheit bitte zum Museum.
Okay. Wir haben viele Anrufer berichtet, dass entflohene Rikers-Sträflinge die ganze Stadt in der Gewalt haben. Lassen wir das erstmal so. Ich würde erstmal sagen, wir gehen nach und nach die ganzen Leute so ein bisschen durch. Uiuiuiuiui. Wenn wir die nämlich alle so ein bisschen leise ausschalten. New Follower! Danke für deinen Follow! Danke, danke, danke. Oh, da sind eine ganze Menge Leute. Das sind immer gleich so eine Teams hier, oder? Ah, da hinten ist noch was. Pass mal auf. Erinnert mich so ein bisschen an Batman, wo man doch ein bisschen langsamer agieren musste. Sektor sauber. Setze Patrouille fort. Könnte ich einen Kaffee brauchen? So. Okay. Mal gucken, wie wir die da oben irgendwie rauskriegen. Hier sind welche, die machen einen kleinen Marsch. Die könnten wir bestimmt daher dann auch irgendwie ausschalten. Ausgeschaltet. Zum Glück ist die KI nicht die schlauste. Aber egal. Oh. Wäre mal interessant zu wissen, ob ich... Oder hinten ist noch einer. Ach, da fährt einer mit dem Auto weg. Das sah ja lustig aus. Oh, da ist einer. Yes, baby. Manchmal ist es gut, wenn man hier so ein bisschen stealth-mäßig unterwegs ist, ne? So, wie kriege ich die jetzt hier raus? Ja, die haben nämlich jetzt welche gesehen, jetzt wollen sie erstmal suchen. Jetzt schalte ich die anderen nach und nach aus. Ja, ich bin richtig gut. Hey, Ludo, grüß dich. So. Ja, der mit diesem komischen Teil hier. Zentrale, wir sind in Gefahr.
So, erledigt. So, jetzt habe ich die alle, oder? Es sind nur noch die in den Häuschen hier drinnen. Ja, wie komme ich da rein? Okay, machen wir so. Hier muss noch irgendwo einer sein. Das war ja einfach. Der hat ja komplett rausgehämmert. Oh, pass auf, jetzt werde ich hier den Turm einreißen. Gut. Das waren alle. Finden wir raus, was sie hier wollten. Okay. Erledigt, Freunde. Sie haben Geiseln genommen. Ich bin bei einem Sable-Lager. Sie scheinen Gefangene zu haben, aber ich weiß nicht, was ihnen vorgeworfen wird. Und ich will ja keine Gangster freilassen. Die echten Gangster werden uns übergeben. Die Gefangenen haben nichts gemacht, wofür man sie anklagen kann. Das verstößt in mindestens 2 Punkten gegen die Verfassung. Okay, ich organisiere dann mal einen Knastausbruch. Okay. Oh, oh, oh. Habt ihr früher gesagt, wenn ich groß bin, will ich skrupelloser Unterdrücker werden? Ja, habt ihr vermutlich. Ui, was sind das für komischen Granaten, die sie haben? Eieieiei. Uiuiui, guckt euch das an, ey. Da sind noch mehr. Wisst ihr, es würde noch viel mehr Spaß machen, wenn ihr Pew-Pew machen würdet. Alter, ja. Oh, 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 ich muss mich hier echt auch ein bisschen konzentrieren. Ich kann gar nicht mitdenken. Er schießt ihn, bevor er auf der Seite ist.
Komm mal jetzt hin, mal richtiger Move hier. Ihr seid hartnäckig, Leute. Was zahlt man euch hierfür? Ich frag für einen Freund. No. Vorsicht, er ist in der Luft. Schalten wir einen Gang hoch. Ich hab recherchiert. Die Gefangenen haben nur gegen Sables brutales Vorgehen protestiert. Verstanden. Dagegen protestiere ich jetzt auch. Ich sag dir Bescheid, wie es läuft. Ey, ganz ehrlich, wir sind jetzt in der vierten Welle. Ist das hier einfach nur so ein Wellenmodus? Wie soll man, soll ich das hier überstehen? Verdammt. Hey, ihr macht das doch für Geld, oder? Wie viel muss ich zahlen? Und sag bloß nicht mehr als 20. Ich brauche Rückendeckung. Oh. Letzte Welle. Unpersönlicher? Ich meine, Kopf, Deckel, ich weiß schon. Oh. Komm. Oh. Ey, ist aber gut hier. Ja, komm. So, da oben ist noch einer. Ist es denn der letzte? Wo ist der? Wo ist der? Ah. Sag nicht, ich hab's geschafft. Das hat länger gedauert, als es sollte. Oh! Männers! Geil! Das war jetzt doch ein bisschen anstrengend für mich, muss ich ehrlich sagen. So. Oh. Michael, das hört sich ja nicht gut an. Ja. Ja, ich kann's noch. Maddox, ups, falscher Knopf. Ich kann's immer noch, ey. Eigentlich bin ich Batman, aber. Puh. Ich hatte solche Angst.
Ohne Sterben hättest du nicht erwartet. Die Gegend ist sicher. Ich auch nicht. Leer. Offiziell ist das inakzeptabel. Inoffiziell? Danke. Das war... ja, das sind so eine Dingsmission. Das reicht aber auch jetzt erstmal so eine Mission. Oh. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Jetzt muss ich mal gucken. Oh, ich habe hier irgendwie wieder einen Anzug freigeschaltet. Hier so ein Comic-Anzug, ne? Ah ja. Was ich aber nochmal sehen wollte, 6, also 1% haben wir jetzt geschafft. Ich würde jetzt sagen, wir machen noch diese eine Nebenmission und dann geht es weiter zu der Hauptmission. Immer so 1, 2, 3 Nebenmissionen und dann... Hui! Schauen wir mal. Ich will jetzt nicht unbedingt auf 100% machen, weil ihr habt ja gesehen, ich habe ja noch andere DLCs. Achtung, alle Officer, ein Überfall wurde gemeldet. So. Oh, Lady. Ist das eine nächtliche Vogelbeobachtung? Ja, ich habe im Park nachtaktive Raubvögel beobachtet, als mir bei Belvedere Castle eine Gruppe bewaffnet gut geht's mir. Gefallen ist. Danke für die Information, Heiko. Sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Ich werde alles von hier oben im Auge behalten. Danke für die Hilfe, Stephanie. Was wollen bewaffnete Männer beim Belvedere? Das werden keine Touristen sein. Office Müller ist auch da. Moses, ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, ich habe es damals mal so gesehen und dachte mir, oh, wo sie nur gesagt haben, so ein ähnliches Kampfsystem wie im Batman, da war ich ja schon ein bisschen so neidisch. Und wo denn das Spiel auch für den, ja, habe ich mir die ein, zwei Videos angeguckt und dachte, man, schade, nur für die Konsole, nur für die PlayStation. Aber jetzt kommen ja immer mehr Spiele von der PlayStation auch für den PC raus. Und das kann man sich definitiv mal geben, ey. Also, wunderschönes Spiel. Obwohl ich ja nicht so Marvel, sondern eher DC Johnny Walker bin. Oh, erstmal ins Wasser geflogen. Ah, guck mal. Ich will da oben. Männer, nicht gut. Da oben ist ein Sniper. Kommt der jetzt irgendwie hoch hier? Der andere Typ? Nee. Alles ruhig. Es ist alles ruhig. Oh, oh. Meine Fresse, der sollte das nicht so machen. Ich bräuchte einen Kaffee. Ich bräuchte einen Kaffee. So, der geht jetzt hier lang. Was zur Hölle war das? Wer hier hinkommt, ist Leben. Wer hierher kommt, ja. Da ist Feierabend, meine Freunde. Ja. Zack. Erledigt, Freunde. Das waren alle. Finden wir raus, was sie hier wollten. Können wir hier irgendwie rein? Warte mal. Wir müssen hier lang. Hier ist doch was. Ah, Rechner. Ich weiß nicht, was hier los ist. Mal sehen, ob ich irgendwas auf diesem Speicherstick finde. Klasse. Stephanie, ein Vogel hat gerade einen Speicherstick gestohlen. Vielleicht eine Taube. Ist das normal? Es ist Nistzeit, da überrascht mich das nicht. Ich glaube,
Bäumen südlich vom Schloss ist ein Nest. Super, ich sieh's mir an. Na toll, jetzt hat mir eine Taube das Ding weggeschnappt, oder was? Er hat Freunde. Toll. Gebt mir den Stick zurück, ihr dreckigen Flugratten. Versucht positive Bestärkung. Tauben sind tatsächlich erstaunlich intelligent. Erstaunlich intelligent, ja? Hey, Tauben! Das mit den Flugratten tut mir leid. Machen wir einen Deal? Was immer Fisk euch in Vogelfutter bezahlt, ich verdopple es. Oh. Hab sie. Aber sie hat den Stick nicht. Toll, ich hab die falsche Taube gefangen. Na toll. Jetzt muss ich alle Tauben hier fangen, oder was? Niete. Oh, nein. Nein, noch zwei Tauben. Ich weiß nicht, wie weit die fliegen. Ey, wollen die mich verarschen, die Tauben? Kann doch nicht wahr sein, Mensch, ihr blöden Tauben. Das war's. Ich hab den Stick. Gut. Zurück zum Laptop. Mal sehen, was Fisks Männer wollten. Also wirklich. Ist aber irgendwie lustig gemacht, dass sie dass dann auf einmal so eine Taube kommt und uns dann versucht, hier unser Zeug wegzunehmen. Ne? Eldenring bei mir sehen. Nee, ganz ehrlich. Wollten sie einen Wurm ins Wesen, das ist nicht mein Ding. Hochladen. So könnten sie Zugriff auf haufenweise persönliche Daten kriegen. Da fällt mir ein, selbst ich nutze dieses Netzwerk. Moment, der Ladevorgang läuft noch. Es muss mehrere Zugangspunkte geben. Stephanie, ist mein Auge am Himmel. Siehst du irgendwas Seltsames im Park? Ich sehe zwei Virginia-Uhus und mehr Kerle an einem Anschlusskasten. Danke. Halt bitte weiter die Augen offen. Ich muss zu dem Anschlusskasten, bevor der Ladevorgang beendet ist. Das ist schön. Ohne Zugriff aufs Laptop können sie nichts hochladen. Wer ist da? Ich sehe ihn! Ich bring dir Respekt bei. Ey. Zurück, sofort. Ich werde dir das Maul stoppen, für immer. Komm runter und kämpf wie ein Hahn. Fernd aus. Aus. Komm her. Ob tot ist. Information. Nein. Noch zwei. WWE wird noch nebenbei geguckt. Aber wozu braucht der Central Park WLAN? Ich dachte, die Leute wollen hier abschalten. Warte mal. Da sind sie. Ich muss sie vom Kasten fernhalten. Da ist er. Gute Nacht. Das ist gefährlich. Er macht dich kalt, wenn du runterkommst. Achtung, er ist in der Luft. Spitze. Nur noch einer. Ja. Komm. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Hui. Immer dieser Zeitdruck. Damit komme ich überhaupt nicht klar. So, komm. Und hier in Central Park sind nicht so viele Bäume, ne? Ich hab hier was für dich, meine Fresse! Ich werde dir Respekt beibringen. In der Luft treffe ich ihn nicht. Ich schlag dir den Schädel ein. In der Luft kriege ich ihn nicht. Der Boss will deinen Kopf. Ihr habt es so gewollt. Oh, jetzt. Und das war's. Hehehehe.
Feierabend hier. Mensch, lebst du immer noch? Sag ich doch. So, die Menschen in Manhattan können ruhig schlafen. Ihre Passwörter und Katzenvideos sind sicher. Sie könnten mich gesehen haben. Oh nein. Sicher? Ziemlich. Da kommen bewaffnete Männer. Verriegel den Zugang und halte durch. Ich komme. Oh nein. Ich muss zu Stephanie, bevor Fisks Leute da sind. Ich bin schuld, dass sie hier mit drin steckt. Oh je, oh je, oh je. Sie wollen die Tür aufbrechen. Ja, ich bin doch gleich da. Mensch, Großmutter, bleibe ruhig. Bin gleich da. Versteck dich. Das will keiner sehen, Moses, dass hier irgendeiner Elden Ring hier auf meinem Kanal. Ja, teilt euch auf. Findet die Frau mit dem Fernglas. Spider-Man, schaltet ihn aus und stoßt dann die Frau runter. Wehe, du triffst mich! Du entkommst uns nicht! Mann, K.O.! Achtung! Willkommen zur Flugshow! Was willst du denn jetzt, Helum? Das waren alle. Mal sehen, was Stephanie macht. Ey, die sitzt einfach da. Hätte ja auch mal ein bisschen was machen können, ne? Danke, Spider-Man. Etwas aufregender als meine sonstigen Vogelbeobachtungen. Hey, ich danke dir. Deine Adleraugen haben verhindert, dass ein inhaftierter Gangsterboss an die Daten der halben Stadt kommt. Gar nicht schlecht, hä? Und ich habe ein Nest mit Kanada-Kleibern entdeckt, während du den Kerl fertig gemacht hast. Echte Schönheiten. Willst du mal sehen? Danke. Ich konzentriere mich ab jetzt auf Knastvögel. So, ich spiele ja wieder. So, alles klar. Wir gehen mal auf die Map. Also, wir hatten ja jetzt hier das hier. Das war ja schon echt ganz schön schwer. Hier ist noch eine komische Mission. Will ich jetzt nicht machen. Hier ist noch eine olle Katze zu finden. Warte mal, wie viel Prozent haben wir denn? Immer noch 76. Ja, ja, komm. Wir gehen jetzt zur Hauptmission. Ja, hier ist noch mal... Oh, also wirklich. Oh, hier ist noch eine Nebenmission. Oh, was haben wir hier noch alles zu erledigen? Guck mal hier. Fist verstecken, müssen wir noch eine Forschungssache... Denn so eine komische Herausforderung. Oi, 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 oi. Also es ist echt noch ganz schön viel zu tun hier. Aber jede einzelne Mission machen wir nicht. Man muss aber auch sagen, die Nebenmissionen haben sie hier ziemlich cool gemacht. Das ist definitiv. Und ich hoffe, dass wir bald wieder Tag haben in New York City. Ey. Habt ihr schon mal überlegt, dass ihr, wenn ihr mich verhaftet, alle bösen Jungs selbst einlochen müsst? Hä? Hier sollen die was für ein Problem nie mit mir haben. Hey MJ, was gibt's? Alles okay? Ja, ich gehe gerade aus Cops Akten durch. Hey, das ist völlig zusammenhanglos, aber weißt du noch, als wir mit Harry in Staten Island waren? Wegen der besten Pizza der Stadt? Eine richtige Pizza hätte ich auch mal Lust. Vielleicht esse ich heute eine Pizza. Wie könnte ich das vergessen? Diese alten Oscorp-Akten haben mich irgendwie an die Fahrt denken lassen. Harry war so aufgeregt wegen der Fähre. Ich musste daran denken, wie viel einfacher damals alles war. Keine Jobs, keine Superschurken. Wir konnten einen ganzen Tag für schlechte Pizza verschwenden. Nur so. Und jetzt scheint die Welt zu zerfallen, wenn wir nur Pause machen. Ja... Es ist hart, erwachsen zu sein. Aber wir werden mal hier die eine Katze machen, ja. Staten Island erleben können. In Sicherheit. Kreislauf des Lebens. Kreislauf schlechter Pizza. Ja, du hast recht. So sollte man das wohl sehen. Danke, Pete. Felicia hat ihr Ziel fast erreicht. Und ich muss noch viel zu viel absuchen. Ich muss das Gebiet eingrenzen. Jede Information hilft. Wen sie ausraubt, wo sie wohnen... Ah, hier, Miezekatze.
Ich glaube, Lonesome Pinky wohnt hier. Die Sängerin ausrauben. Das ist kreativ. Aber ich komme näher. Noch ein Ort sollte reichen. Und dann habe ich bald die Miezekatze. Bodenteams, hier Zentrale. Der Bus will ein Update zum Theaterviertel. Over. Verstanden, Zentrale. Hier Transporter Foxtrot. Keine Spur von Spider-Man. Wir gehen jetzt hier hin. Wir machen eine nächste Hauptmission. Spider-Man. Sonnenblume. Willst du uns helfen? Moin, wie geht's? Super. Ey, der Gerd, wir haben dich gestern vermisst. Gerd. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Aber das war schon, wo ist Gerd? Okay. Wir reden mal mit dem Police Officer. Ach, das kann nicht schaden, Officer. Du hast ja keine Ahnung. Sowas wie diesen Teufelsatem habe ich noch nicht erlebt. Die Forensik ist ganz schön am Fluchen. Neuen Meldungen zufolge hat Otto hier den Teufelsatem freigesetzt. Vielleicht gibt es ja Rückstände. Oh, ich muss noch kurz was schreiben. So, Teufelsatem. Ah. Maja, der hat einen ganz, ganz schönen Gang, ne? Aha, Norman Osborn. Was anderes Englisch kann ich nicht. Ups. Was ist das? Hm, Rückstände auf dem Schild. Vielleicht kann ich sie isolieren. Ich muss jetzt wieder mein Hirn anstrengen. AT-reiche Liedersequenz. Vielversprechend. Okay. Ja. Nee, das ist falsch. Ich bin wirklich